Ja, also da haben wir ja wieder einen Traum an Land gezogen. Hey, eine Müll Arbeitsstunde stecke da drin. Ja, viel Geld. Ja. Na gut. Oh, er dreht sich. Ja. Ein Traum. Diego, das ist das Schöne bei den alten Dingern aus den 70er. Die stehen 20, 30 Jahre. Ein kurzes anderes, kriege frische Benzin. Oder bis sich das so Funke tut. Und dann wollen die wieder leben. Ja. Und wir sind die Typen, die machen da hier so komische Dinger da mit der Stadler. Tja. Und jetzt können wir dran gehen, um das Ding zu restaurieren. Weil sie lebt, wie wir sehen. Bis dann. Und es klappt mit dem Auseinanderreise, gell? Ja, okay. Sein. So soll das werden. Gut, das Potzer hast du im Griff, gell? Unsere Yamaha XS geht langsam in die Endphase. Der Tank ist lackiert. Es fehlt halt noch das Yamaha-Zeichen. Der Sattel war auch da. Das ist jetzt hier, wo wir gerade sehen, die Zwei-Mann-Sitzbank. Gucken wir mal auf die andere Seite. Hat er eigentlich recht schön gemacht, unseren Sattler. Von der Seite nochmal.
Gut. Gut, jetzt mache ich nochmal die andere Sitzbank drauf. So, das ist jetzt unser Höcker. So, so sieht es aus mit unserem Einsitzer. Wir haben den 28. Januar 2015, Projekt Yamaha XS 75 ist soweit abgeschlossen. Es fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten, wie der Aufkleber am Tank, da machen wir den mit der Stimmgabel drauf. Und hier am Seitendeckel, da wollen wir noch sehen, dass wir den Aufkleber drauf kriegen, XS 75, also 57. Gut, das ist jetzt die Tourensitzbank, das Motorrad kriegt zwei Sitzbänke. Aber die habe ich jetzt hier nochmal beim Sattler, das ist der Höcker, der kommt da noch drauf. Ja, wenn man daran denke, was das für ein Schrotthaufe war. In dem Projekt stecke jetzt mittlerweile über 90 Arbeitsstunden drin. Nur mal so nebenbei. So, der Motor hat ja schon gute Körpertemperatur. Das sind die ersten Töne, wo es jetzt so von sich gibt. Also, Soundcheck ist angesagt. Gut, die Kleinigkeiten machen wir noch. Und dann hoffen wir, dass es geiles Wetter gibt. Und dann geht's auf große Fahrt. Und tschüss.